Ja, moin, meine lieben Heli-Freunde, ich grüße euch, lange nichts mehr voneinander gehört. Ich habe mal ein bisschen Urlaub gehabt und dann habe ich auch ein bisschen Bocklosigkeit gehabt. Und ja, wie das halt so ist, ne? Du kannst ja nicht immer nur Heli machen und so. Ich habe ja auch noch ein paar andere Hobbys, die ich auch schon wesentlich länger betreibe. Da muss ich ja auch mal wieder weiterkommen, beziehungsweise mal irgendwas machen dabei. Und geldmäßig musst du natürlich auch immer gucken, ne? Das ist ja nun mal ein sehr teurer Spaß. Und ja, ich bin geflogen, ich fliege fast jede Woche mal so ein, zwei Lippos maximal. Hatte auch einen Crash gehabt, habe dieses Jahr meinen ersten Crash gehabt mit meinem 600er Paddel. Da komme ich aber noch zum Schluss drauf, denn da habe ich für euch was. Ich hatte da nach dem Wiederaufbau eine Problematik gehabt mit dem 600er, wo ich lange gegrübelt und überlegt habe und dann nachher das rausgefunden habe, und das sollt ihr mal rausfinden. Ich sage euch, was los war, was ich nach dem Aufbau für Problematiken hatte. Und dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr meint, was der Fehler war oder was da passiert ist. Aber kommen wir erstmal, was ich in meinem letzten Video angekündigt habe, zu einem weiteren, ja, wunderschönen 800er Heli, den es leider wirklich nur eine sehr, sehr kurze Zeit gab. Der Xander Tiger Raptor E820 ist auf dem Markt erschienen 2013 und ist auch schon 2015 wieder vom Markt verschwunden, beziehungsweise Produktion eingestellt worden. Ersatzteile gibt es fast gar nichts mehr. Ich habe, Gott sei Dank, noch einen Satz, ja, von den nötigsten Ersatzteilen. Die habe ich in der ganzen Welt zusammengesucht, in Online-Shops, und wenigstens für einen Crash. Aber ich fliege ja nicht. Wie gesagt, das sind alles meine Ausstellungsstücke. Die werden einmal im Jahr bewegt, damit der Lippo mal wieder geladen wird und die Dinger mal ein bisschen entstaubt werden. Beziehungsweise Staub ist bei mir grundsätzlich nicht drauf. Ihr habt ja gesehen, bei mir oben ist alles abgedeckt, weil ich keine Lust habe, den Staub und Rotz da aus den Ritzen und aus den Wellen und aus den Legern rauszupulen. Ne? Bei mir müssen die Dinger immer sein wie gelutscht. Ist so. Ich habe da keine Lust, großartig rumzuputzen an den Dingern und Staub zu wischen. Und da so ein Tuch für ein paar Euro tut schon Wunder, wenn man das darüber macht. Gut, Leute, also wie gesagt, 2013 auf dem Markt erschien, 2015 wieder raus. Ich glaube, Simone Zunterer, die war auch noch, die hat das Ding auch noch gesponsert, Teampilotin, glaube ich, gewesen, und hat den Raptor E820 vorgestellt, gebaut. Bei YouTube könnt ihr das sehen, ist ihnen auch geflogen. Sie hat wirklich eine wunderschöne Art zu fliegen, finde ich. Vielen ist das zu langweilig, habe ich schon gelesen. Aber ich finde diese Art von 3D, was sie kann, finde ich top. Wenn ich das nur könnte, würde mir das völlig ausreichen. Aber wie gesagt, das liegt ja an mir. Ich könnte mir das ja beibringen, beziehungsweise ich könnte ja einen Simulator mal kaufen oder mal üben oder mal zu jemandem hin und ein bisschen mal Lehrer-Schüler machen, was 3D angeht. Aber ich habe leider die Zeit dafür nicht. Wie gesagt, ich baue und bastel viel lieber an Helis rum, als ich fliege, weil ich bin echt ein lausiger Pilot, finde ich. Gut, ich werde mal die Haube abnehmen. Wir gucken uns das schöne Ding mal an von innen, zeige euch noch einige interessante Sachen und dann sehen wir uns gleich wieder. So schaut das gute Stück von innen aus. Ich habe da wieder ein Pyro 848 als Flyballist-System 7210 BX. Mit Rettung, den Cosmic-Regler, das ist alles bei mir obligatorisch beim 800er Heli, KST-Servos. Ich schwenke euch das mal alles ein bisschen so langsam rüber, damit ihr das euch mal alles schön anschauen könnt. Wie gesagt, ein wunderschönes Modell. Ein ordentliches Hauptzahnrad. Mit den Akkus hier, das war ein bisschen figelinsch,
wie man die raus und rein nimmt. Da gab es nachher irgendwie etwas anderes. Ich glaube, eine Schiene, die man reinschieben konnte oder sowas. Es gab irgendwie so ein Umrüstkit oder Umbausatz, weil das ist hier sehr aufwendig. Hier müsst ihr halt hier unten an so einen Hebel, da seht ihr den, da einmal ziehen. Und wenn ihr dann das nach vorne macht, dann fällt der Akkublock raus. Und ja, dann müsst ihr eigentlich das Ding jetzt hier hochheben, den Heli, um an die Lipos ranzukommen und die dann wieder reinzurasten. Das war sehr kompliziert gewesen. War nicht schön, aber da gab es nachher irgendwie eine Lösung. Das habe ich aber nicht weiter verfolgt. Ihr seht, sehr viele Aussparungen, sehr viele Öffnungen. Die Seitenplatten sehen aus wie ein Schweizer Käse. Das ist dem geschuldet, dass der Heli sehr leicht sein sollte. Also man kommt aufgebaut, das Ding wiegt keine 6 Kilo, ich glaube 5, noch was. Ich müsste das mal wiegen, 5,8 Kilo oder sowas, glaube ich. Da ist man mit recht leicht hingekommen. Geflogen wird der hier mit 14S. Dann gehen wir mal zum Heck. Dann haben wir hier die Kegelräder. Spiral verzahnt, aber sehr zart alles. Also das Modul sehr klein gehalten. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich verhält, wenn man einmal kurz mit den Heckrotorblättern auf den Boden aufkommt, ob das hier alles gleich abrasiert ist, weil das sieht alles sehr zart aus, die Spiralverzahnung. Aber trotzdem wunderschön. Es ist wirklich schade, dass dieses Modell nur 2 Jahre auf dem Markt war. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ob sich das nicht gerechnet hat. Ja, meine lieben Heli-Freunde. Das ist der Thunder Tiger Raptor E820. Ein weiteres Modell in meiner Sammlung. Und wir werden jetzt mal zum Align T-Rex 600 CF kommen. Und mit der Problematik, die ich hatte. Mal gucken, ob ihr das mal rausfindet, was das war. Ich melde mich gleich. Das ist ja das Interessante an dem Hobby, man lernt ja einfach nicht aus. Da kommen ja immer irgendwelche Sachen, wenn man denkt, man weiß schon alles und man macht das schon über 10 Jahre, 12 Jahre lang. Man hat schon 100 von Helis gebaut, eingestellt. Aber was ich jetzt hier hatte, hatte ich ehrlich gesagt noch nicht. Und ich hatte schon viele Crashs, das könnt ihr mir glauben, verdammt viele Crashs. So, den habe ich mal an der Grasnarbe schnuppern lassen. Habe ich mich verknüppelt gehabt. Passiert, war gerade auf, weiß ich, ein Vorwärtsflip oder Rückwärtsflip oder irgendetwas. Und da hatte ich mich da verknüppelt, da kam er irgendwie auf mich zu. Und habe ich dann irgendwie weiter Nick gegeben oder irgendetwas habe ich gemacht. Ich weiß das alles selber nicht mehr. Jedenfalls habe ich ihn 3 Meter vor mir in die Erde geprügelt. Gut, passiert. So, jetzt habe ich aber Folgendes gehabt. Jetzt habe ich den Heli wieder aufgebaut. Und das Ding habe ich ja schon, wie gesagt, sehr oft im Dreck gehabt. Und diese Problematik habe ich noch nie gehabt. Ich habe den wieder aufgebaut. Alles so eingestellt, wie ich das immer einstelle. Plus 12, minus 12 Grad. Positiv-negativen Pitch. Eine Drehzahl am Regler, so habe ich gedacht, brauche ich ja nichts ändern. Heck, alles komplett so eingestellt, wie ich es immer mache. Gehe aufs Feld. Schalte den Motor ein und merke schon am Boden das Heck. So, als ob die Überempfindlichkeit zu hoch ist. Ja, also kein Hin und Her, hier langsames Hin und Her schwenken, sondern das. Und dann merkte ich auch, Drehzahl ist eigenartig. Das ist doch viel zu hoch. Aber warum? Naja, ich. Gestartet, Kunstflug 1, Kunstflug 2, Drehzahl erhöht, das Heck ruckt hin und her, der Heli ist giftig. Also der war mir, obwohl ich dieselben Einstellungen wie immer hatte, wie gesagt, Pitchgrad, Dual Rate, Expo, was ich da so ein bisschen drauf gegeben habe, es ist alles exakt so gewesen wie nach 20 Crashs davor, nach dem Wiederaufbau, und er war extrem aggressiv, giftig. Konnte ich fast nicht mitfliegen. Also der
so reagiert, keine Ahnung warum, auf dieselben Steuerausschläge. Ich habe da nichts verändert gehabt, alles dasselbe. Ne? Paddel, exakt dasselbe, nicht irgendwie eine längere Paddelstange oder sowas, kürzere, oder alles dasselbe, alles original geblieben. Und wie gesagt, war sehr schwer zu fliegen und das Heck war nicht ruhig zu kriegen. Ne? Dann habe ich gedacht, na, dann machst du mal die Gyroempfindlichkeit mal runter, guckst du mal und so. Ich habe das nicht hingekriegt. Ja, das Heck ging so und er hat sehr aggressiv reagiert. Und mit der Drehzahl eben, also das war vorher nicht gewesen, das war viel zu hoch irgendwie, dachte ich. Und beim Hochschalten und irgendwas stimmt doch da nicht. So, und jetzt kommt ihr. Was meint ihr, ist denn, was habe ich denn da falsch gemacht oder was ist passiert? Mal gucken, ob ihr drauf kommt. Das würde mich mal interessieren, macht das mal in die Kommentare. Ich habe da eine Nacht drüber gegrübelt, habe mir nochmal die Einstellung hier angeguckt, mechanisch alles. Nein, ich habe da nichts falsch gemacht, das ist alles korrekt, wie vorher. Was meint ihr, war der Grund gewesen, dass der Heli A völlig anders reagierte, das Heck nicht ruhig zu kriegen war, auch Drehzahl und alles haut alles nicht hin. Nur mal gucken, ob ihr mir sagen könnt, was da nach dem Crash passiert ist, was ich vielleicht falsch aufgebaut habe, falsch eingestellt, etc. pp. Was meint ihr? Da bin ich mal gespannt. Schreibt das mal in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch erstmal alles Liebe, alles Gute, meine lieben Heli-Freunde. Wir haben ja jetzt schwer Herbst, ne? Wollen wir mal gucken. Gucken wir mal raus. Das sieht doch sehr herbstlich aus, ne? Ja, gestern noch gehakt, nochmal Rasen gemäht, das letzte Mal für dieses Jahr. Aber ist ja eigentlich ein schönes Fliegewetter, ne? Könnte man eigentlich mal fliegen gehen. Ich bin da jetzt auch so ein bisschen wieder mit den DJI-Drohnen und so. Ich bin ein bisschen wieder... Ich will mal gucken, dass ich mal auch... schöne Aufnahmen mache. Ich war jetzt im Urlaub gewesen, wieder in Dänemark, schöne, geile Aufnahmen gemacht mit meiner Drohne und habe ich auch den übrigens mitgehabt und am Strand, schön früh morgens um 6 Uhr, noch kein Mensch da ist, du ganz alleine am Strand, am Wasser bist, geil, bringt Spaß. Also Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, was habe ich falsch gemacht, was denkt ihr, habe ich vergessen nach dem Crash. Und dann hören und sehen wir uns wieder. Und bis dann, euer Olli Paddelflieger. Ciao, ciao und viel Spaß noch.